Jam Jam lecker. Ich würde sagen, sie sind. Wir machen jetzt nach den süßen Sachen, machen wir jetzt was Gesundes, Frisches, Leckeres, wo Vitamine drin stecken. Wir machen jetzt so Früchtebälle, also. Ja, für Kinder, ich würde sagen, weil viele Kinder in, ich denke, in Halloween wollen Süßigkeit haben. Und eigentlich, das ist nicht so gut. Aber wenn sie da auf Obst verzichten und etwas Gesundes essen, ich denke, die Mutter und Eltern wird darüber freuen. Ne? Mhm. Und wir sagen dann heute etwas, die aus Obst gemacht ist, die einfach die Kinder wird total überzeugen. Ich bin sicher, weil sie würden Spaß davon. Und sie kann auch helfen, das zu machen. Nicht die schneiden mit, aber die andere. Ja. Genau. So. Ja, dafür nehmt ihr diese Seite, also am besten hier, wo dieser Strunk hier ist. Und stellt das so hin und guckt erstmal, ob das hier stabil steht. Wenn ja, dann könnt ihr diese benutzen und schneidet dann oben dann ein Stück den Deckel ab. So. So wie so viel? Ja? Wie ein Hut oder etwas. Ja, ein genau. Teil, man kann sehen, wie viel das ist. Das könnt ihr dann später dann auch draufsetzen. So. Mhm. Dann geht ihr hin und höhlt das aus, also holt das Fruchtfleisch raus, das könnt ihr teilweise dann auch mit benutzen dann für die Füllung. So, den haben wir schon ausgehöhlt. Ja, dann könnt ihr entweder schöne lustige Gesichter oder böse Gesichter drauf machen, je nachdem, gruselige Gesichter. Und dann könnt ihr da natürlich auch noch so Gesichter reinschnitzen. Genau. Ich würde versuchen, es eins zu malen und Markus wird eins schneiden, ne? Schneiden, ja. Und gleich mit meiner Kugelschreiber. So, da macht er einfach hier so einen Schnitt rein. Dann auf der anderen Seite einen Schnitt rein. Und dann unten einen Schnitt rein. Und das Schöne ist, bei Halloween, da kann es ja ruhig alles ein bisschen krumm und schief sein. Das ist dann nur umso interessanter. So, zack, durchbohren und schon habt ihr das erste Auge fertig. Schön. So einfach ist das. So, und dann auf der anderen Seite. Und was ich würde benutzen, sind diese Whiteboard Markers. Na, dann man kriegt in jeder Lehrerin, kriegt oder jeder Mensch, die in ein Schule arbeitet. Ja, und ich würde Gesicht mit denen machen. Ja? Machen. Und ich sage auch, mit einem Marker, dieser Whiteboard ist sehr einfach. Man nur malt ein Augen und dann kann das reinfühlen und dann die andere tut. Ja. Ja. Und dann, wenn man eine Nase möchte, man kann das auch tun. Aber dann ein großes Lachen. Wie ein Kürbis, das sieht ein bisschen auch, das sollte nicht feucht sein, man muss die abtrocknen und dann mit einer Sehne her, das unten kommt oder von oben und dann die andere Seite vielleicht eine, die oben kommt von unten. Ein bisschen mehr. So ist die Idee. Ja? Könnt ihr auch ein Teelicht reinstellen? Theoretisch. Geht auch. Diese Orange so. Ist sehr saftig. Wie man hört, viel Frühstückssaft hier. Die Gefresse. Die Gefresse. Schon gruselig. Mhm. Wir betreiben ja heute Völkerverständigung in doppelter Hinsicht. Deutschland, Amerika, Köln, Düsseldorf. Ja, genau. Hast du ja wahrscheinlich davon gehört, ne? Ja, sie hören gerne meinen Düsseldorfer Akzent bestimmt. Ja. Aber ist so, wir sind neben Schwesterstädten.
aber ich denke, die Kölner sollte auch wissen, was läuft in Düsseldorf, ne, Markus? Ja. Kann interessant sein. Ein bisschen Star Wars. Nein, nicht really. Guckst du den Film im Dezember? Ich würde gerne die sehen, ja. Mhm. Ich habe Richard Lapamentier, die war die Original Admiral Motti, habe ihn ein Jahr bevor er gestorben kennengelernt. Mhm. Hier in Düsseldorf, im Hotel Nico, in einer Veranstaltung. 2012 und dann in 2013 leider ist er gestorben. Aber er war ein netter Mensch. Hat uns erzählt über die Dreh von den Original Star Wars und alles. Das war cool. Ja. Wahnsinn. Mhm. Okay, und jetzt fertig für die Füllung. Hier sind unsere kleinen Freundchen. Freundchen oder Früchtchen? Ja, ja, Freundchen, Früchtchen. Das sieht gut. Und man kann, wenn man das reinfüllt mit Gemüse, Obst. Ja. Du kannst sehr kreativ sein, wie du möchtest. Mhm. Okay, und jetzt würden wir... Excuse me. Wir haben nur Trauben und Blaubeeren gekauft. Ja, Heidelbeeren eigentlich. Und wir wollen die kleine Orangen reinfüllen und man kann Erdbeeren oder was man finden, so dass das ein bisschen schön ist. Und wir würden dann unsere Orangen, die wir haben gemalt, nur reinfüllen. Ja, ein bisschen Obst oben, ich denke das ist. Man kann die Hut Mutter, wann man möchte, vielleicht mit ein ein kleiner Sandstock oder etwas. Man kann es probieren. Oder nur so lassen. Ups. Okay, wir bringen die auf einen Teller. Ohne oder mit Hut. Ohne Hut. Sie wollen keine Hut haben. Und wirklich, das macht Spaß. Und die Kinder wird gut ernährt. Und sie wollen das gerne essen. Glaub mir. Sie wollen einen süßen Snack haben, die sieht gut aus und macht Spaß als etwas, die langweilig ist. Etwas, die nur Zucker ist. Jam lecker, ich würde sagen. Very nice. Jam lecker. Ich würde sagen, sie sind. Da könnte man einfach einen Früchtesalat machen. Genau. Gemischte Früchte, da kann man ja nach Saison oder nach Belieben nehmen, ja, was man möchte. Genau. Wer jetzt ganz wenig Arbeit will, ja, könnte man auch fertig gekauft zur Not nehmen. Mhm. Gibt es ja auch, so fertig gekauften Fruchtsalat. Da muss man nur noch die schönen beschriften. Mhm. Und dann einfach füllen und ruckzuck. Man kann eigentlich viel Dinge reinfüllen. Das liegt dann, ich denke natürlich, Obst sind die besten Wahl, aber man kann andere Dinge auch. Die Kreativität hat keine Ende hier. Man kann immer überlegen, was würde ich gerne rein in diese kleine Orangen tun. Und dann, ja, die Ideen kommen. Schön. Mhm. Gut gemacht. So, das hätten wir auch. Jam lecker. Ich würde sagen, sie sind.